Runde 1 der neuen Woche. Bevor wir aber auf das lange Osterwochenende hinarbeiten, werfen wir noch einen Blick auf den Topfight des vergangenen Wochenendes. Mickey Nielsen traf am Samstagabend auf Mirko Larghetti. In dem Kampf ging es um den WBC-Weltmeistergürtel im Cruisergewicht von Nielsen. Der stieg mit 20 Siegen in 20 Kämpfen und einer K.O.-Quote von 70% als Favorit in den Ring. Sein Kontrahent Mirko Larghetti schien mit seiner Statistik von 24 Siegen und nur einer Niederlage auch nicht ganz chancenlos in den Kampf. Der erwischte allerdings gar keinen guten Start in den Kampf und war völlig von der Rolle. Es schien so, als ob er auf den Kampf nicht vorbereitet war und mit Nielsens Rechtsauslage nicht zurechtkam. Im Zuge dessen verteilte Nielsen mit beiden Fäusten heftige Punches. Das Resultat war ein Cut an der Wange und eine Anschwellung am Auge. Doch Larghetti biss sich durch und fand Runde für Runde sogar besser in den Kampf. Nachdem er die ersten 7 Runden verlor, nahm er sein Herz noch einmal in die Hand und nutzte die Chance, dass Nielsen langsam die Puste ausging. In der 12. Runde verpasste er Nielsen einen linken Haken, der daraufhin zu wackeln schien. Er bekam allerdings Zeit, wieder in die Spur zu finden, denn Referee David Irving rief einen Timeout aus, um Larghettis Handschuhe erneut zu befestigen. Die restliche Zeit brachte Nielsen anschließend über die Runden. Mit 2x116-112 und 117-112 konnte sich Mickey Nielsen in einem packenden Duell durchsetzen und bleibt somit weiterhin Weltmeister der WBC im Cruisergewicht. Außerdem konnte sich der Boxclub Chemnitz 94 am Wochenende die Meisterschaft der zweiten Bundesliga sichern. Am letzten Kampftag schlugen sie das Boxteam Hanse Wismar knapp mit 12-11. Obwohl Chemnitz seit 1992 fester Bestandteil der zweiten Bundesliga ist, wurde ihnen der Titel zum Anfang der Saison von wenigen zugetraut. Boxer Andrei Merzliakov blieb in der gesamten Saison sogar ohne Niederlage. Mit einem 12-11 gegen Hertha BSC wurde der BR Hanau Zweiter. Das waren sie, unsere Highlights vom Wochenende. Wie habt ihr den Kampf erlebt? Was sagt ihr zur Zweitligameisterschaft von Chemnitz? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine entspannte und verkürzte Osterwoche.